Klimakrise, Unabhängigkeit bei der Energieversorgung, steigende Stromkosten. So vieles spricht eindeutig für die Nutzung der Solarenergie. Und das Potenzial ist hier noch bei weitem nicht ausgeschöpft. Insbesondere Dächer eignen sich hervorragend für die Energiegewinnung. Mein Name ist Michael Wittner und in diesem Video stelle ich euch unsere neue Gründach-Unterkonstruktion Bauder Solar G-Light vor und gebe die Antwort auf die Frage, warum Photovoltaik und Dachbegrünung eine richtig gute Kombination sind. Das ist sie, unsere neue Unterkonstruktion Bauder Solar G-Light. Sie kombiniert Photovoltaik mit einer extensiven Dachbegrünung. Das neue Montagesystem nutzt dabei die Substratschicht der Dachbegrünung als Ballastsicherung gegen Schub durch Winddruck und gegen Abheben durch Windsog. Der große Vorteil hier, die Montage auf dem Dach erfolgt dachdurchdringungsfrei. Das heißt, es werden zur Befestigung der Unterkonstruktion keine Löcher in eine funktionierende, sichere Abdichtung gebohrt. Das System ist dabei mit den Bauder Green DC40 Drehen- und Speichelementen und auch mit der Bauder Green RE40 Retentionselementen kombinierbar. So lassen sich sowohl einschichtige als auch mehrschichtige Aufbauten realisieren. Und auch kommunale Vorgaben, Stichwort Retention und Abflussbeiwert, können eingehalten werden. Was sind die Vorteile der neuen Unterkonstruktion und was unterscheidet sie von anderen Systemen? Bei der Bauder Solar G-Light haben wir einen sogenannten Kreuzverbund aus Modulträgerschienen und aus Bodenschienen. Damit erreicht man eine sehr hohe Stabilität, insbesondere auch bei großen Flächen. Und das führt dazu, dass man zur Ballastierung bei diesem System relativ wenig Substrat benötigt. Vorteil Nummer 1, das System ist leicht. Damit die Vegetation bei einer Dachbegrünung überhaupt wachsen kann, brauchen die Pflanzen neben einem ausreichenden Wurzelraum, also der Substrathöhe, vor allem auch ausreichend Licht und Wasser. Die Bauder Solar G-Light ist höher aufgeständert als vergleichbare Systeme und zusätzlich verwenden wir hier ein speziell entwickeltes PV-Substrat, mit dem sich geringere Aufbauhöhen realisieren lassen. Vorteil Nummer 2. Die Pflanzen bekommen viel Licht und Wasser und können so ordentlich und vor allem flächendeckend wachsen. Bei der Bauder Solar G-Light Unterkonstruktion verwenden wir verzinkte Stahlschienen. Die Beschichtung der Profile besteht aus einer sehr speziellen Zink-Magnesium-Legierung, die einen sogenannten Selbstheilungseffekt bei Beschädigungen hat. Vor allem aber lassen sich mit Stahlkonstruktionen sehr große Spannweiten zwischen den Stützen umsetzen. Und das führt letztlich zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Und nebenbei haben Stahlprofile eine deutlich bessere Energiebilanz bei der Herstellung als vergleichbare Systeme aus Aluminium. Vorteil Nummer 3. Das System hat ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Einfach in der Montage und sicher im Betrieb. Das ist Bauder Solar G-Light, unsere neue Unterkonstruktion für Photovoltaikanlagen auf begrünten Dächern. Das Montagesystem kann je nach Anforderung sowohl in Südausrichtung als auch in Ost-West-Ausrichtung aufgebaut werden. Und es erfüllt je nach Ausführung auch kommunale Anforderungen hinsichtlich Wasserrückhaltung. Schaut euch zum Thema Photovoltaik und Dachbegrünung auch diese Videos an. Weitere Infos zum Thema sind wie immer in der Videobeschreibung. Wir freuen uns über eure Fragen und Kommentare und natürlich auch über jeden neuen Abonnenten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!